Und liebe Videofreunde, ich bin angekommen. Ich bin vorhin losgefahren. Und 5 Minuten später, ich war gerade mal ein bisschen weg vom See. Und da rief die Michaela an und sagt, du, wenn du da morgen Ersatzteile holen willst, das wird nichts. Und dann sage ich, wieso? Und dann sagt sie, weil morgen Feiertag ist. Ich sag, wie ist morgen Feiertag? Sie ist an mir spurlos vorübergegangen, dass morgen in Brandenburg Reformationstag ist. Also es ist morgen, ja, ist Feiertag. Und dann habe ich überlegt, was machst du denn jetzt? Bin dann trotzdem hierher gefahren, bleib jetzt heute und morgen hier und fahre am Dienstag früh dann nach Übelgau rüber, hol unseren Kotflügel und fahre dann nach Hause. Ja, also dann werde ich morgen den Feiertag eben hier auch noch in Luckau verbringen. Hätte ich das jetzt ein bisschen eher gewusst, dann wäre ich ja wahrscheinlich da noch am See geblieben heute, weil da waren ja auch noch jede Menge Leute und wenn morgen Feiertag ist, bleiben die ja auch über Nacht. Ich mag da immer nicht alleine nachts stehen. Ne? Und dann wäre ich da auch noch einen Tag geblieben, aber dann war ich jetzt einmal unterwegs und habe ich gedacht, nee, zurückfahren, das machst du jetzt nicht mehr. Und jetzt bin ich halt hier in Luckau und das ist ein sehr schöner Stellplatz, groß. Es gibt Strom, ich glaube auch Wasser. Ich muss nachher erstmal hier rumlaufen und gucken. Und der Platz ist kostenfrei. Und ja, hier sind jetzt einige Familien auch mit ihren Kindern, weil hier ist nämlich auch ein super schöner Spielplatz daneben dran, wo sich die Kinder halt eben auch beschäftigen können. Also ist richtig cool. Und der nette Mann hier von nebenan, der hat mir auch geholfen bei der Ausrichtung von der Antenne. Also ich musste jetzt hier doch ein bisschen rangieren, hin und her fahren, gucken, wo geht die Antenne. Weil wenn es jetzt abends dunkel ist, dann möchte ich halt schon gerne auch ein bisschen Fernsehen gucken. Also wenn es so früh dunkel ist. Und ja, hat er mir freundlicherweise geholfen, ganz nett. Und ja, also sehr schöner Stellplatz. Ich zeige euch den dann nochmal in Ruhe und werde dann entweder nachher oder morgen nochmal ein Städtchen reingehen und mir das angucken. Habe ich damit überhaupt nicht gerechnet. Gott sei Dank habe ich genug zu essen mit. Ich habe ja immer ein bisschen mehr mit. Und jetzt mache ich mir gerade schnell Crepe. Die hatte ich mitgenommen. Was ein Glück. Und habe noch eine Banane und das ist jetzt mein Kaffee. Und das esse ich jetzt und dann. Ja, heute Abend gibt es Resteessen von gestern und für morgen habe ich noch einen Salat. Also, es reicht. So, hier habt ihr auch auf dem Stellplatz hier in Luckau sogar Frischwasserversorgung. 1 Euro kostet das. Und dann ist auch Abwasserversorgung hier. Hier ist auch ein WC. Also es ist alles vorhanden, Strom. Und die Wohnmobile stehen da hinten. Vorne ist ein Parkplatz, ein öffentlicher. Und dahinter ist halt Wohnmobilstellplatz. Man glaubt es nicht, aber Tatsache kostet der Wohnmobilstellplatz nichts, außer dass man für Strom, Ver- und Entsorgung bezahlen muss. Also das ist ja ein ganz, ganz großes Lob an die Stadt Luckau, dass sowas zur Verfügung gestellt wird. Und es ist auch da hinten weit genug weg von der Straße, also alles gut und schön, ordentlich, sauber, kann man nicht meckern. Also es war eine gute Idee, dass ich hierher gefahren bin, muss ich echt sagen. So, und jetzt will ich mal ein bisschen in die Stadt reinlaufen. Da hinten geht es zur Stadt. Der Kirchturm ist nicht weit und will mir mal den Ortskern anschauen.
auf dem Marktplatz in Luckau und bin jetzt mal hier ein bisschen durch Städtchen gelaufen und muss sagen, ein ganz zauberhaftes Städtchen. Eine historische Altstadt, wunderbar. Also ich wusste, dass Luckau schön sein soll, aber ich wusste nicht, dass es so schön ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz, ganz toll. Lohnt sich auf jeden Fall, hier einen Besuch abzustatten. Hallöchen, liebe Videofreunde. Ich bin gerade dabei, mir mein Essen zu richten. Bei mir gibt es heute... Bei mir gibt es heute so ein bisschen Resteessen von gestern. Ich muss ja auch mit meinen Sachen so ein bisschen haushalten, weil ich habe ja jetzt nicht damit gerechnet, dass ich 3 Tage unterwegs bin, wo ich immer noch für einen Tag länger einpacke. Also das ist auch Hundefutter. Ich nehme nie nur das mit, was ich wirklich geplant habe, sondern immer etwas mehr. Und das hat sich wieder mal jetzt heute als sehr gut erwiesen. Ja, und jetzt habe ich noch so ein bisschen Salat. Den habe ich gerade vorsichtig gewaschen, weil ich auch mit meinem Wasser so haushalten muss. Das heißt, ich muss nicht, es gibt hier Wasser, aber hier gibt es für 1 Euro und dann kriegst du wahrscheinlich diese 100 Liter oder 80 Liter, wie auch immer. Und ich weiß nicht, ob man diesen Hahn auf- und zudrehen kann oder ob das dann halt einfach läuft. Und ich will ja keine 100 Liter Wasser haben, sondern ich bräuchte, wenn, dann 1 oder 2 Gießkannen. Und muss ich morgen mal gucken. Vielleicht reicht's ja auch. Ich hatte 4 große Kannen reingekippt. Mal gucken, wie weit ich komme. Hab gestern halt schon gespült und so. Man muss gucken. Also, mal sehen. Duschen ist nicht. Kann man auch mal 1-2 Tage einen Waschlappen benutzen, wie es ein Ministerpräsident uns empfohlen hat. Das habe ich aber auch schon vorher gemacht, weil ich dusche nämlich im Winter nie jeden Tag. Das verträgt meine Haut überhaupt nicht. Und von daher kannte ich schon Waschlappen. Ja, und das tut's eben auch mal. So, und jetzt werde ich mir halt noch so ein bisschen Reste machen. Ich hatte noch von zu Hause so einen halben Halloumi. Den brate ich mir jetzt. Dann habe ich noch Cocktailtomaten, habe noch ein bisschen Dip übrig von gestern. Und dann habe ich noch ein bisschen Feta-Käse mit Minze übrig, mit frischer Minze. Und ein Brot von gestern. Eins habe ich heute Mittag gegessen und eins habe ich noch für heute Abend, was ich gebacken habe. Und ja, das reicht. Und für morgen reicht es auch noch. Da habe ich auch noch was im Kühlschrank, habe ich schon gesehen. Also ich verhungere nicht und alles ist gut. Muss auch nicht essen gehen. Und dann sitze ich natürlich jetzt hier und bearbeite Videos, schneide Videos. Und das mache ich nachher auch noch weiter und muss noch Karten überspielen. Naja, dann mache ich mir ein bisschen gemütlich hier heute Abend. Ist doch schön. So, schaut doch ganz gut aus. Reste essen kann auch manchmal lecker sein. So, dann lass es mir mal schmecken jetzt.
am frühen Morgen am Basteln. Eidiweil. Ich bin wieder gewundert, wieso das hier so muffelt drin. Und habe halt festgestellt, dass dieser Schlauch einfach nur so drauf gesteckt ist. Und wenn man den dann halt ab und an mal abschraubt, um die Toilette zu leeren, ja, dann schiebt man das Ding dann halt eben raus. Ja, und ich habe mich halt, wie gesagt, gewundert, warum das alles so muffelt, ne? Also, und da musste irgendwas sein. Nein, dann habe ich den Fehler gefunden. Jetzt werde ich das wieder zusammenbauen und dann müssen wir mal für die Zukunft gucken, dass wir da irgendwie eine bessere Lösung finden, dass der da nicht rausfallen kann. Ja, das war jetzt meine Morgenaufgabe nach dem schönen Morgenspaziergang. Und jetzt will ich erstmal frühstücken dann. Aber das wollte ich erstmal gemacht haben. So, und jetzt habe ich auch noch gleich einen Fehler gefunden. Allerdings ist der schon vom Bauen her so entstanden. Also das ist nicht unsere Schuld. Und zwar ist das hier zu groß gefräst. Das ist etwas kleiner. Und hier hat halt dieser Stift, der hat so viel Spielraum. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Und wenn der dann einrastet, wenn man die Toilette rumschwenkt, dann rastet dieser Stift ja dann hier ein. Und da passt es dann. Ich mach das mal. So, und da sieht man, oder man sieht es nicht. Machen wir die Kamera anders. So, und jetzt sieht man hier, jetzt ist der Stift ja hier drin. Und hier ist er viel fester. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie anders halten kann, weil die Kamera Schatten wirft. So, und jetzt habe ich das festgestellt und da ist wenig Spielraum. Und bei dem anderen ist richtig viel Spielraum und dadurch wackelt immer unsere Toilette und sitzt nicht richtig fest. Viel größerer Spielraum. Also das muss ich gleich morgen mal, wenn ich da hinfahre, zum Herrn Schubert mal zeigen. Das ist nicht richtig hier. Entweder eine größere, müsste ein bisschen größerer Kopf sein, aber dann passt er vielleicht wieder da nicht rein. Das ist das Problem. Auf jeden Fall habe ich das Problem gefunden. Und nicht mein Mann. Ich. Ich habe jetzt gefunden, warum dieses Ding so wackelt, unsere Toilette. So, ich bin startklar. Bin aber nicht weit gekommen. Bin gerade schon losgefahren. 100 Meter und dann ist die Badezimmertür aufgeflogen. Obwohl ich extra geguckt habe, ob sie zu ist, aber war nicht richtig zu. Ja, also, kurze Info. Ich fahre weiter. Ich wollte ja eigentlich heute noch hier in Luckau bleiben, weil ich ja morgen da zu unserem Händler muss nach Übigau, aber ich habe heute die nette Christel hieß sie, glaube ich, auf dem Stellplatz kennengelernt. Und die hat mir nochmal einen anderen Stellplatz genannt, der auch sehr schön sein soll und wo abends auch Kraniche kommen sollen. Und das ist so ein Naturschutzgebiet wohl, es ist nicht weit weg von hier, Viertelstunde. Was sagst du? Ja, 16 Minuten, 13 Kilometer und da fahre ich jetzt hin.